Liebes Publikum, herzlich willkommen bei Mein Weg. Heute habe ich eine ganz liebe Gästin, wie es so schön neudeutsch heißt, nämlich Susan Matherin. Genau, Susanne. Susanne Matherin. Also siehst nicht Susan, sondern Susanne. Liebe Susanne, ich darf hoffentlich Susanne sagen. Natürlich. Wie war dein Weg zu der Kabarettistin, die du jetzt bist? Boom. Ja, boom, genau. Da müssen wir... Na, fangen wir von vorne an. Du warst ja im Kindergarten und dann einmal Volksschule, Hauptschule, Gymnasium. Okay. Also es war so, dass ich im Gymnasium war und dann maturiert habe. Und dann waren in meiner Klasse ungefähr von 23 Leuten haben, glaube ich, 3 Jus studiert und 20 so Medizin. Und ich bin gestanden und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ja? Mache ich jetzt Jus oder mache ich Medizin? Ja, und beides war keine Option für mich einfach. Ja. Und ich war damals sehr sportlich und habe jahrelang auch in einem Sportverein geturnt und habe dann irgendwie erwogen, so dass ich ein Sportstudium mache und so. Und mein Vater hat gemeint, das hat ja alles keine Zukunft und eigentlich wollte ich Musicalstar werden. Das ist mehr Zukunft. In Wirklichkeit wollte ich Musicalstar werden. Dann, also da haben sie schon gesagt, meine Eltern, nein, also das kannst du vergessen. Da wollte ich Sport studieren, nein. Und dann, mein Vater hatte damals eine Firma. Und dann hat er gesagt, ja, dann komm doch in meine Firma. Das war ein Werkzeugbau. Okay. Und da habe ich mir wieder gedacht, was mache ich hier? Das ist eigentlich für lauter Männer. Also ich habe keine Ahnung von Werkzeugbau. Da musste ich dann eine Lehre machen nach der Matura. Und wie ich dann mit dieser Lehre fertig war, habe ich mir gedacht, okay, das kann nicht mein Leben sein. Ja? Also ich sollte diese Firma irgendwann übernehmen. Und ich habe mir gedacht, na, das will ich, wozu? Also ja. Nein. Und dann, ja... Dann habe ich mal so geschaut, was so für Möglichkeiten gibt und habe gesehen, es gibt einen tollen Beruf, der irgendwie so alles vereint, was ich sein möchte. Das ist Animateurin. Okay. Und ich habe meinem Papa gesagt, du Papa, ich nehme mal eine kleine Auszeit. Und diese kleine Auszeit hat 13 Jahre gedauert. Kurz halt, ne? Ja, genau. Also ich bin nie wieder zurückgekommen und habe da wirklich... im Ausland Karriere gemacht, kann man sagen. Also ich bin schnell von der kleinen Animateurin zur Chefanimateurin geworden. Dann war ich Koordinateurin, das heißt, ich war auf einer Insel und war für mehrere Hotels verantwortlich, habe dort die Shows zusammengestellt, habe die Konzepte, die Unterhaltungskonzepte dort gemacht. Und ja, war im Prinzip überall auf der Welt. Und habe da meine Bühnenerfahrung auch sammeln dürfen, weil ich selbst immer mitgespielt habe, weil mir das taugt hat. Und habe da so, ich weiß nicht, sicher so um die 3000 Shows gemacht, könnte man so sagen. Und dann irgendwann einmal habe ich gesagt, na, ich möchte eigentlich aus diesem Hotel-Ding raus, weißt du, von einem Hotel ins andere und so und nie eine richtige Heimat haben und so. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich möchte jetzt Sängerin sein. Und wird mir also von heute auf morgen und geht schon, machen wir halt. Ne? Ich habe gewusst, ich kann singen, ich habe gewusst, ich bin wahrscheinlich nicht die beste Sängerin, aber ich kann gut performen, also so als Gesamtkonzept habe ich mir das zugetraut und habe dann meine erste Show irgendwie zusammengestellt als Sängerin und habe das gleich probiert in meinen Hotels. Das kam ganz gut an. Ja, und dann habe ich meinen ersten Song aufgenommen. Damals war ich in Spanien und irgendwann hatte ich auch eine Managerin und war auch Wienerin damals. Und die hat gesagt, sie geht jetzt wieder zurück nach Wien, weil sie möchte eine Familie gründen und so weiter. Und so kam es dann, dass ich wieder zurück nach Wien gekommen bin. Und zurück in Wien dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? What to do now with my career? Ja, naja, dann habe ich so mich vorgestellt bei verschiedenen Bands und habe dann so klassisch so in richtig schlechten Hochzeitsbands gesungen. Wissen das die Bands, das schlecht war? Also ich nenne keinen Namen.
Und habe da auch wieder viel Erfahrung sammeln dürfen. Wie man es nicht macht wahrscheinlich. Ja, aber auch für Singen und so. Und ja, ja. Wie man in einer, weil ich habe davor in den Hotels bin ich immer alleine aufgetreten, dann durfte ich die Erfahrung mal sammeln mit einer Band und so. Und das heißt, du hast in die Hotels mit Playback gesungen? Mit oder? Playback, genau, ja. Mit Halbplayback gesungen. Und das konnte ich eigentlich. Und mit Band, also so richtig live, das hat mir noch gefehlt, das konnte ich nicht. Dann habe ich diese Erfahrung sammeln dürfen. Und ja, so bin ich dann dahin getingelt und habe dann irgendwie in Wien auch so eine Nische gefunden, wo ich doch wieder zurück zu Halbplayback und bin dann bei so Clubbings damals, hat man das genannt, nennt man das noch immer so, ich weiß nicht. Ich glaube schon, ja. Ich bin schon aus dem Alter heraus. Und bin dann so aufgeregt und hatte dann so eine 20-Minuten-Show wo man so sagt, ja, zu Mitternacht und so. Und also so Einlage aufgeregt. Einlage, genau, und das war viel besseres Geld als die Band, weil mit der Band hast du 10 Stunden ungefähr mit irgendwo hinfahren, aufbauen, irgendwo wieder abbauen, zurückfahren und so weiter, alle absetzen der Reihe nach. Und da bin ich einfach hingefahren, 20 Minuten singen, tschüss, und war so der Star quasi. Ja. Und in der Band war ich halt, ja. Du bist halt der Sängerin, Punkt. Punkt. Und das habe ich eine Zeit lang tatsächlich gemacht und auch sehr gerne gemacht und habe dann wieder einen Song rausgebracht und so. Aber alles so, ich sage mal, mittelmäßig erfolgreich, ja. Also nicht so die große Karriere, ne? So wie die Beyoncé zum Beispiel oder so. Das war es jetzt nicht, ja. Hätte mich auch gewundert, weil sonst das jetzt wahrscheinlich die Kabarettisten-Karriere eingeschlagen hat. Ja, und ich sage mal, durch ein irgendwie traumatisches Erlebnis habe ich dann Bühnenangst bekommen und konnte nicht mehr auf die Bühne und habe nicht mehr singen können und habe Panikattacken bekommen. Ich habe meine Lyrics vergessen und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss weg von der Bühne. Mhm. Und das hat dann tatsächlich so 3-4 Jahre gedauert, und ich wollte auch nicht. Das hat mir auch nicht gefehlt. Es war einfach, also das war eine schwierige Zeit und da habe ich dann auch eine Therapie und so gemacht und langsam habe ich mir gedacht, ich würde doch wieder gerne auf die Bühne. Aber ich hatte noch dieses Ding in mir, wenn ich auf der Bühne bin, vergesse ich die Lyrics. Und ich hatte das noch immer so irgendwie so. Die Versagenangst mit einem Wort. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss irgendwie was anderes machen, damit ich keine Angst mehr vor der Bühne habe. Ich hatte Angst vor der Bühne im Zusammenhang mit dem Singen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut. Dann singen wir halt nicht, dann reden wir halt. Genau so war's. Weil es ist ja was anderes. Ich hatte da wirklich so eine Verknüpfung, weißt du, wie ich meine? Und dann war ich 43. Schau, so schnell vergehen die Jahre, ne? Habe ich dir jetzt alles. Wie im Flug. Ja. Wobei wir dann noch auf den Namen zu sprechen kommen müssen, weil das ist jetzt nicht unbedingt der österreichische Name. Ja, das erzähle ich dir dann, okay. Oder soll ich es gleich erzählen, wie du möchtest? Wie du möchtest, das bleibt dir überlassen. Das ist dein Weg und dein Leben. Achso, na gut. Dann mit 43 habe ich dann beschlossen, okay, ich möchte jetzt Comedian sein. Und habe das Programm quasi selbst geschrieben, weil es einfach Dinge aus meinem Leben waren. Und das hieß damals Superstar, weil Sue von Susanne, weil mich alle Sue nennen. Und das Superstar, weil die Geschichte darum ging, dass ich bei einem Casting bin, bei Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Ja? Und in dieser Vorbereitungszeit vor dem großen Auftritt bei Deutschland sucht den Superstar habe ich so aus dem Nähkästchen geplaudert, was ich nicht alles für Talente habe, die eigentlich keine sind und so weiter. Yeah. Und und da kommt der Name ins Spiel, weil da habe ich mich auch vorgestellt und da habe ich gesagt, warum ich Mathurin heiße und nicht irgendwie Hofbauer oder so. Yeah. Und zwar deswegen, weil ich eben verheiratet war, mittlerweile schon wieder geschieden, aber den Namen habe ich noch immer. Und mein Mann kam, oder kommt noch immer, er lebt noch.
kommt aus der Karibik ursprünglich. Okay. Und deswegen der Name Mathurin, genau. Und ja, mein Mädchenname war Hofbauer. Ah, hat aber nichts mit der Seelschule oder so zu tun. Wenn man nein, das fragt mich aber jeder. Alte Donau, ich lebe in der Nähe, genau. Aber nein. Abgesehen davon hast du ja gesagt, der Vater war eigentlich Werkzeugmacher. Werkzeugmacher und genau. Das war der Segler sicher nicht. Ja. Jo, weiter im Texte des Kabarets. Ja. Da ging es ja dann weiter. Genau, es kam nämlich der Lockdown. Komischerweise wie bei allen von uns. Und damit nichts mehr zu tun. Und ich habe ja auch eine Künstleragentur, also da ging wirklich alles baden bei mir im Lockdown. Und ich bin dann aber, also für mich war der Lockdown wirklich gut, muss ich sagen, weil es hat mich irgendwie dazu inspiriert, neue Dinge zu tun, ja? Und sich nicht nur auf das eine zu verlassen, sondern eben kreativ zu werden und zu überlegen, okay, was kann ich tun? Und ich habe dann mehrere Online-Kurse quasi kreiert für weil ich habe dann noch eine Presseagentur und ja, also ich habe für Unternehmer so Coachings irgendwie gemacht, ja. Business-Coachings und so weiter. Und das war für mich wirklich toll, weil ich da gemerkt habe, okay, bumm, ich verdiene jetzt 10-mal mehr als vorher. Schau, da gibt es ja Geld zu verdienen. Ja, total. Ja. Und habe mich dahingehend umgestellt und habe wieder die Bühne nicht vermisst, weil ich mir gedacht habe, ja, ich verdiene gut, mir geht's gut und ja, wobei als Business Coach ist man ja ein bisschen irgendwie auf der Bühne. Ich denke schon, ja. Also ein bisschen Bühne habe ich mir immer bewahrt. Also egal, ob das jetzt online ist oder ob ich habe auch so manche Firmen, wo ich manchmal einen Tag lang irgendwie so Coachings mache und da stehe ich auch und trage halt irgendwas vor. Eben. Und das ist für mich persönlich keine Anstrengung. Also ich glaube, es ist schon irgendwie so ein bisschen Berufung, dass ich ja irgendwie Menschen weiterhelfe oder helfen kann, weil auch mein erstes Kabarett oder ich sage immer Comedy-Show, weil Kabarett ist ja politisch irgendwie auch ein bisschen. Nein, ich trenne immer Kabarett zu Comedy oder zu Stand-up-Comedy insofern, als das Kabarett immer Hoch- und Tiefpunkte auch hat. Das hat jetzt gar nicht einmal so mit Politik zu tun. Okay. Sondern Kabarett ist halt sehr tiefgehend auch teilweise und nicht immer der Schenkelklopfer. Ja. Im Gegensatz zur Comedy, die wirklich eigentlich davon lebt, eine Pointe nach der anderen zu setzen und nur jetzt nicht unbedingt so einen riesigen roten Faden da durchzuhaben oder nur ein Thema bei Stand-up, ja, genau. Nein, also ich hatte da auch eine Message bei meinem Kabarett, sage ich jetzt einmal, bei dem Superstar. Mhm. Und da durch dieses im Lockdown immer mehr Coachings machen und so weiter, habe ich bemerkt, dass das bei vielen Menschen, also ich habe auch so Business-Coachings gemacht, wo es darum geht, dass du mehr Geld verdienst und so. Und da habe ich bemerkt, dass das Geld verdienen, dass das nie eigentlich wirklich der Ursprung aller Traurigkeit ist, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Und habe gelernt, dass eigentlich der andere Weg viel besser ist, und zwar, wenn man auf vielen Ebenen glücklich ist, einen gewissen Glücklichkeitsstandard hat, sage ich jetzt einmal, dass man dann automatisch den Erfolg hat. Genau. Ja, und auch den finanziellen Erfolg hat. Ja. Und so, und jetzt kommen wir zu meinem jetzigen Projekt, bin ich zur Glücksagentin geworden. Ich weiß nicht, es ist einfach so passiert. Ja. Ja, und ich habe mir gedacht, gut, ich mache jetzt einmal ein noch tiefergründiges Coaching, und zwar nicht nur um Business und wie man mehr Geld verdient, sondern allgemein, wie lebt man sich leichter? Wie lebt man sich leichter? Wie habe ich mehr Zeit für meine Kinder, verdiene trotzdem noch gut genug? Also mein Thema sind ja Frauen, Unternehmerinnen. Ich coache viele Frauen, die von der Angestellten gerne zur Selbstständigen werden möchte. Oder Selbstständige, die Probleme haben mit, wie kriege ich meine Kunden? Wie kann ich meinen Alltag vereinbaren mit Familie, Kinder und da, dem Ganzen drumherum? Und da habe ich eben bemerkt, ja, dass es da so viel leichter geht. Und
Man kann so viel Druck aus diesem Alltag rausnehmen und einfach glücklicher leben. Und es geht so leicht. Ja, das stimmt. Und somit habe ich mir gedacht, gut, ich habe eine Künstleragentur, ich bin Künstleragentin, ich habe eine Presseagentur, da bin ich die Presseagentin, dann bin ich halt die Glücksagentin. Genau. Und ab der Kabarettbühne dann eben die Glücksagentin. Die Glücksagentin, Fall. Ja, obwohl ich nicht sagen möchte unbedingt, dass das ein Kabarett ist. Ja, das soll ich auch nicht. Ich glaube, es ist mehr oder weniger, weil viele fragen mich ja, was ist das? Was ist das? Viele fragen mich und ich würde es eher einen Motivationsabend nennen. Okay. Und wenn es einen Untertitel geben sollte, dann hätte ich zwei Untertitel. Entweder in vier Schritten zum Glück oder Spa für die Seele. Spa für die Seele ist gut. Ist schön, oder? Das finde ich gut. Weil, weißt du, was mein Ziel ist? Ich möchte da auf der Bühne sein und ich möchte wirklich dem Publikum ein Erlebnis bieten. Ja? Also nicht nur einfach zuschauen, sitzen und anhören, sondern die sollen rausgehen und sich denken, boah, jetzt habe ich was gelernt, ich habe gelacht, ich bin inspiriert und ich kann mein Leben verändern. So möchte ich, dass die Leute rausgehen. Das ist ein sehr gutes Thema. Eine andere Frage, wann dieses Publikum oder wie weit wird das Publikum mit eingebunden? Weil das ist, glaube ich, das größte Angst des Publikums. Das erlebe ich immer wieder. Ich mag nicht in die erste Reihe, weil da komme ich dran. Na gut, das Publikum kommt gar nicht dran. Pinocchio, Nase. Weil wir wollen ja, dass wer kommt. Ja, ja, ja. Nein, also das Publikum ist... ein Teil davon, aber jetzt nicht so, dass alle den Hampelmann machen müssen oder so, sondern, ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil... Einfach Kummer und Ausschau. Ich glaube, dass es für jeden okay ist, also und auch für jeden so, vielleicht einmal so, hey, ich habe gerade heute meine Grenzen gesprengt, kann auch sein, ja. Also es ist natürlich nicht so, hey, Chaka, ja, du kannst es und du musst jetzt auf die Bühne und bla bla bla, also so arg ist es nicht, aber ich denke, dass jeder rausgeht und sagt, ah, das war schön. Und ich fühle mich mit diesen allen Personen, die ich nicht gekannt habe davor, total in Verbindung. Sehr andere Frage noch. Du bist ja auch karitativ immer wieder tätig, was ich so gesehen habe. Ja. Und auch weiß, ich weiß ja von Dancers Against Cancer, dass du da tätig bist, so wie ich auch. Genau. Wie gefällt dir das so in solche Verbindungen? Ich finde das wunderschön. Also ich mache das seit Jahren mit Dancer Against Cancer, weil ich habe die Yvonne, ich weiß es gar nicht mehr, wie ich sie kennengelernt habe, auf jeden Fall kenne ich sie, glaube ich, schon ewig auch, ja. Und wurde dann auch zu ihrer Managerin und habe dann irgendwie mir gedacht, ja, bei all meinen Künstlern und auch bei meinen eigenen Bühnenshows, da ist doch nichts dabei, wenn man einfach einen Spendenwürfel mit hat und immer sammelt. Und ich sage dir, über die Jahre sind da fast 20, also ich glaube schon 20.000 Euro zusammengekommen. Ja, und weißt du, ich denke mal, wenn das jeder macht, nur ein bisschen, ja. Und wenn jeder nur, ich sage immer, auch nur einen Euro hergibt, ich meine, bei 200 Leuten im Publikum sind es 200 Euro, ja. Genau. Möchte ich aber trotzdem noch betonen, dass alle immer so viel und von Herzen geben. Also deswegen auch danke an das liebe Publikum immer. Der Würfel ist nachher immer voll. Und ja, ich finde das einfach schön und auch wichtig und auch von Yvonne so toll, dass sie das macht, weil da geht viel Zeit für sie natürlich drauf. Mir zum Beispiel macht es überhaupt nichts. Also es ist in der Leichtigkeit, dass ich da jetzt geschwind bei einer Show, ob ich da jetzt in der Pause im Backstage sitze oder durchgehe, sammeln und habe danach 900 Euro, na bitte. Genau, das was kann es Schöneres geben? Ja, und es ist ein Win-Win für alle und ja, schön einfach. Und vor allem, wenn man weiß, dass dieses Geld wirklich an die Organisationen läuft und nicht in die eigene Organisation zuerst und tut. Also alle, die tätig sind bei Dance Against Cancer, machen das ehrenamtlich. Das stimmt, ja. Ich bin dort auch beteiligt, also ich weiß, von was ich rede und da kennt sicher sein, wir verdienen alle kein Geld damit. Gegenteil, wir schauen, dass wir geben. Wie stellst du dir die Zukunft vor? Was willst du in Zukunft machen? Ich sag außer dir, Glücksagentin zu sein. Außer Glücksagentin. Also mein größtes Ziel im Leben ist Freiheit, ja. Freiheit auf
allen Ebenen. Also das heißt, dass ich arbeiten darf, was ich möchte. Das habe ich eigentlich, ich würde sagen, zu 98% schon erreicht, dass ich die Freiheit habe, wann immer ich möchte, einfach wegzufahren. Ich sehe meine Zukunft irgendwie, es könnte sein, dass ich wieder ins Ausland gehe. Ja, ins Ausland gehe. Und eigentlich kann es so weitergehen, weil ich derzeit wirklich sehr glücklich bin. Also. Das sieht man, das ist die Ausstrahlung. Ja, doch. Man merkt einen Menschen an, ob er glücklich ist, und zwar nämlich wirklich auf allen Belangen, oder ob er nur so tut, als ob er glücklich ist. Ah, das ist schön. Na, weißt du, was ich sage immer? Also Glück, viele glauben ja, also ich höre von manchen so, ja, na, du hast das ja leicht, ja. Und dann denke ich mir, nein, ich habe wirklich daran gearbeitet. Also es ist wirklich, es war nicht so, dass mir das Glück auf einmal in die Fresse gefallen ist, sondern ich habe daran gearbeitet, und Glück ist einfach kein Zufall, es ist eine Entscheidung. Und wenn ich mich entscheide, glücklich zu sein, dann heißt das nicht, dass ich keine andere Emotion mehr haben darf, weil ich bin auch manchmal traurig, ich bin manchmal wütend, ich werde verletzt, ich bin auch nur ein Mensch, ja. Und man braucht ja immer beide Seiten. Also wenn man jetzt nur glücklich ist, dann kann man ja gar nicht wissen, wie glücklich man ist, wenn man nie die andere Seite kennt. Also man braucht immer diesen Gegenpart auch. Man muss einmal wütend sein, damit man weiß, wie schön das ist, wenn man dann wieder ruhig ist, ja. Und ich glaube, einfach auf dem Weg zum Glück ist mein Weg einfach geworden, dass ich immer neutraler mit meinen Emotionen werde. Also früher kann ich mich erinnern, wenn ich wütend war, bin ich ausgerastet, ja. Und jetzt bin ich wütend und kann urgut damit umgehen und gehe da durch die Wut durch, oder Ängste zum Beispiel, ja. Man darf ja eigentlich keine Ängste haben, so in diesem Gesellschaftsbild, ne? Jeder sagt dann da. Aber eigentlich ist es total wichtig, dass man Ängste hat. Jeder einzelne Mensch hat Angst, ja? Es ist nur die Art und Weise, wie du mit der Angst umgehst und wie du durch die Angst gehst, ja? Und je öfter du durch die Angst aktiv durchgehst, ohne die ganze Zeit, ach scheiße, ich darf nicht ängstlich sein, desto mehr kannst du lernen, okay, ich habe da jetzt Angst, aber ich weiß schon, wie es geht. Ich gehe durch. Genau, es passiert nichts. Ja, genau. Das habe ich mir bei meinem ersten Kabarett gedacht. Ja, habe ich mir gedacht, hey, ist doch wurscht, ja. Scheißegal. Genau. Und warum ist wurscht? Das Publikum sowieso nicht weiß, wie es kommt. Ja, stimmt, ja. Das ist deine Entscheidung. Das stimmt, Die Einzigen, die Angst schüren, sind wir selbst in sich. Ganz genau, einfach. Richtig, ja. Weil wir sagen, es ist einfach so, muss das hundertprozentig sein. Das Publikum weiß nicht, wie es sei so. Das stimmt. Für die ist das wurscht. Ja. Interessiert uns nicht. Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Das heißt, Ausland, du überlegst wieder irgendwann doch. Ja, und zwar nicht so Fulltime-Ausland, sondern so. So Parttime. Halbes Jahr dort, halbes Jahr da. Ja, so ein bisschen Winter, weil ich bin so ein Sonnenkind irgendwo und denke mir, der Winter dauert ein bisschen lang immer da. Wenn ich jetzt gemein bin, sage ich, du machst das dann so wie die Pensionisten früher. Ja, ich. Auch nach Malle in den Sommer. Du, mein Vorbild ist mein Papa, weil der hat das so, der ist so 4 Monate oder 5 auf Teneriffa. Okay. Und dann die restliche Zeit in Wien, und ich denke mir, ja, warum gehe ich dem nach einfach? Genau. Vor allem, es gäbe ja genug Möglichkeiten, dann eben auch im Ausland aufzutreten als Österreicher und ein bisschen die österreichische Mentalität. Ach so, nein, diese Ambitionen habe ich nicht. Ich glaube, diese Ambitionen habe ich nicht, nein. Also, wenn, dann gehe ich dorthin zum Chillen. Ah ja, okay. Also, wollen wir mal 4 Monate chillen und dann sind wir wieder fit für Österreich. Ja, genau. Also, ich stelle es mir sehr chillig vor, in meiner Fantasie. Ja. Na, sehr gut. Sag dein Programm. Wann und wo können die Leute das sehen? Du wirst es nicht glauben. Da ist die Kamera. Am 30. Mai, genau hier, wo ich jetzt sitze, ist die Vorpremiere, und ich freue mich schon total. Und
am 10. Juni ist die Premiere dann im Casanova. Das ist mal hier, das sind mal die Sommertermine. Und ich habe eigentlich bis jetzt nur die Premiere geplant, weil ich dachte, okay, ich schaue mal, wie das so ankommt. Aber sie ist schon fast ausverkauft, jetzt muss ich neue Termine suchen. ja, also das wird noch spannend. Mehr Termine kann ich noch nicht anbieten. Auf jeden Fall, die Premiere ist fast ausverkauft, kommt zur Vorpremiere. Hier zum Christian und zu mir hier ins Tschocherl. Es ist sehr gemütlich hier. Es schaut total Wohnzimmer, so Atmosphäre aus, ist es auch. Darum heißt es ja Tschocherl. Darum heißt es Tschocherl, genau. Und ich freue mich schon auf dich und dich und dich, auf euch. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen. Wir freuen uns schon auf die Vorpremiere. Ja. Wird sicher lustig und spannend. Und hoffen, dass sehr viele Leute von euch kommen. Ja. Ich bin sicher, ihr kommt. Ich glaube, ich gebe euch einen guten Tipp. Jetzt Karten kaufen. Ja. Sonst ist es spät. Bei 55 ist Schluss. Ich lasse dann kaum mehr rein. Und das wird es nicht. Kommt also ganz schnell. Herzlichen Dank nochmal fürs Kommen. Danke dir. Wir hören miteinander. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.